Hallo, mein Freund. Ja, heute erzähle ich dir ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Etwas, was dein Leben ändern kann. Und du wirst ein Superheld, eine Superheldin sein, wenn du dieses Geheimnis benutzt. Und das Geheimnis heißt die Kraft der Gegenwart. Die Kraft der Gegenwart. Also, was heißt es denn? Ja, schau, wie es funktioniert. Also, mach bitte mit. Du brauchst einen Filzstift oder Buntstift, ein Lineal und ein Blatt Papier. Ach, ein Blatt Papier. Genau. Also, schau, unsere Zeit läuft immer, ja? Und die Uhr tickt immer. Tick, 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 tick. Die Zeit läuft immer und wieder und wieder und wieder. Ja, und lass uns gleich eine Linie zeichnen. Ja, nimm dein Lineal, nimm dein Blatt Papier und zeichne eine Linie. Ja, ich werde hier aufzeichnen. Moment. So. Genau. Und jetzt bitte zeichne sich selbst. Das bist du. Jetzt stell dir vor, du bist gerade jetzt, gerade hier, in diesem Augenblick, in diesem Moment. Das ist jetzt. Jetzt. Das ist Gegenwart. Das ist Gegenwart. Ja, ich kann hier aufschreiben. Gegenwart. Das ist Gegenwart. Und ja, stell jetzt sehr wichtige Frage. Diese Frage kann dein Leben ändern. Bist du bereit? Also die Frage heißt, was stimmt gleich nicht? Was stimmt gleich in diesem Moment, in diesem Augenblick, gleich jetzt nicht? Was stimmt nicht? Was ist falsch in diesem Moment, in diesem Augenblick? Weißt du, was die Antwort ist? Was ist die Antwort? Also schau mal, du schaust dir dieses Video an, du hörst zu, du siehst mich. Und was ist falsch? Gleich jetzt. Was stimmt nicht? Was ist die Antwort? Genau, die Antwort ist nichts. Nichts. Ja, alles ist gut. Gleich in diesem Moment. Alles ist okay, alles ist gut. Ja, aber unser Gehirn, ja, unser Gehirn, unser Vernunft, hier unser Vernunft, unser Gehirn ist auf Überleben ausgelegt. Überleben, ja, dass wir etwas überleben. Nicht auf Glück, ja, und unser Gehirn, unser Vernunft beschützt uns, beschützt uns und sucht nach potenziellen Gefahren. Oh, was ist gefährlich? Das ist gefährlich, das ist gefährlich, das ist gefährlich, ja.
Und unser Gehirn denkt so, dass alles überall gefährlich ist. Und darum sind unsere Gedanken meistens negativ. Meistens negativ. Ja? Unser Gehirn schützt uns, beschützt uns. Aber gibt es so viel Gefahr in unserem Leben, wie unser Gehirn das denkt? Nein, die Welt ist nicht so gefährlich. Ja? Und meistens sind diese negativen Gedanken einfach nicht wahr. Sie sind nicht wahr. Sie sind falsch, ganz, ganz falsch. Und darum, wenn du daran denkst, dass du nicht gut bist, dass du nichts schaffen kannst, dass alles schief geht, das ist alles falsch. Dein Gehirn denkt so, aber das ist falsch. Ja, und immer wieder, wenn du einen negativen Gedanken hast, stell diese Frage. Stell sie sich selbst diese Frage. Was stimmt nicht gleich? Was stimmt nicht gleich? Nichts. Ja, und jetzt alles gut. Jetzt bin ich da. Aber unser Gehirn denkt immer an etwas, was schon passiert ist. Ja, an etwas, was schon passiert ist. Da zeichne ich wieder diese Linie. Moment. Also, ich zeichne wieder diese Linie. Ich habe das schon verloren. Also, das ist die Linie. Das bist du. Entschuldigung. Das bist du gleich jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. Aber unser Gehirn denkt immer daran, was schon vorbei ist. Unser Gehirn ist immer hier in der Vergangenheit. Vergangenheit. Also was hast schon passiert? Vergangenheit. Ja. Das ist zum Beispiel gestern, vorgestern. Das ist schon die Vergangenheit. Aber wir denken daran immer wieder. Ja, zum Beispiel, gestern hast du dein Lieblingsspielzeug vergessen oder verloren. Und du warst sehr, sehr, sehr traurig. Ja, gestern warst du traurig. Du warst gestern traurig. Aber jetzt, gleich jetzt, deine Gedanken sind immer noch da. Immer noch in der Vergangenheit. Und du denkst, hab das verloren. Ich werde nie das wieder haben. Das war mein Lieblingsspielzeug. Was muss ich tun? Meine Eltern werden mir nie so das noch finden und so weiter und so fort. Ja? Aber das ist schon vorbei. Das ist schon vorbei. Ja, es gibt keinen Sinn mehr, daran zu denken. Also, und stell dir wieder diese Frage. Was stimmt nicht jetzt gleich? Was stimmt nicht? Nichts. Alles ist gut. Oder unser Gehirn denkt immer an etwas, was hier ist, in der Zukunft. 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 Das ist die Zukunft, ja. Es wird nur passieren. Es wird morgen, übermorgen passieren, ja. Zum Beispiel, morgen hast du eine Prüfung oder eine Veranstaltung. Und du bist ganz, ganz besorgt. Und du denkst,
was werde ich tun, was muss ich machen, was passiert, wenn ich etwas schief mache, ja? Und du denkst immer daran und deine Gedanken sind nicht hier, sie sind hier in der Zukunft. Aber geht es dir besser, wenn du immer an der Zukunft denkst? Nein, stell wieder diese Frage. Was stimmt gleich nicht? Was stimmt jetzt nicht? Was stimmt im Moment, in diesem Augenblick nicht? Und die Antwort ist nichts. Ja, alles ist gut gleich jetzt. Alles ist perfekt. Also, wenn du tausendmal, mehrmals diese Frage sich selbst stellst am Tag, dann wirst du bestimmt bemerken, dass du glücklicher, ruhiger bist. Versuch's mal bitte. Ja, tschüss, auf Wiedersehen.